Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute bin ich in der Odenbacher Kempe und möchte da ein paar Fotos machen. Dann nehme ich euch mit, gucken wir mal, was heute so entsteht. Nach dem Intro gibt es mehr. Schön, dass ihr dran geblieben seid zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Ingo hier. Und ich freue mich ungemein, dass ihr wieder mit dabei seid zu dieser neuen Folge. Ich bin heute in der Odenbacher Kempe und ihr wisst, Odenbacher Kempe ist gehört mit zum Altrheinarm. Und ihr könnt euch vorstellen, hier war ja bis vor wenigen Tagen noch Hochwasser. Und ich muss jetzt hier auch ein bisschen gucken, hier sind überall so kleine Eisplatten. Da dachte ich mir, wo der Rhein jetzt zurückgegangen ist, gehst du doch mal hier weiter und guckst, was du an schönen Motiven findest. Weil das Eis ist ja zurückgegangen oder das Wasser ist zurückgegangen und die Eisplatten sind geblieben. Und ich sehe hier schon einige richtig schöne Sachen. Das sieht ja unglaublich aus, ganz fantastisch. Genau da möchte ich mal gucken, wie ich das jetzt am besten in Szene setze. Ich bin total fasziniert davon. Bleibt dran. Ich gehe jetzt hier erstmal ein Stück rein und schaue mal, wie es da weitergeht. Da fragt man sich, wie kommen auf die Höhe überhaupt Eisplatten? Aber wie gesagt, es war Hochwasser und der Frost kam, bevor der Rhein zurückgegangen ist. Und damit hat sich eine dünne Eisschicht gebildet. Und genau deshalb liegen jetzt hier diese Eisplatten. Das ist fantastisch, sind wir nur ein bisschen weit unten. Ich komme da mit der Kamera nicht richtig ran und kann es nicht richtig in Szene setzen. Ich versuche es trotzdem mal. Mal gucken, was bei rauskommt. Ansonsten gehe ich gleich einfach weiter und gucke da, ob da noch ein paar Fotos kommen. Die Sonne müsste auch bald aufgehen, ist jetzt gleich 8:30. Sonnenaufgang ist 8 Uhr irgendwas, also 8:35 Uhr oder so was, keine Ahnung. Dann wird es hoffentlich auch für die Finger ein bisschen wärmer. Aber gut, jetzt gucke ich erstmal, ob ich das hier doch irgendwie hinkriege. Aber ich gehe wahrscheinlich einfach so weiter. Ja, ich gehe also hier mitten zwischen zwei Seen. Das heißt, eigentlich sind das hier noch gar keine Seen normalerweise. Halt durch das Hochwasser jetzt ist es da. Es ist herrlich, es ist saukalt. Aber es ist toll, wie hinten die Sonne aufgeht. So ganz knapp über den Büschen. Ich zeige euch das mal. Das sieht doch herrlich aus, wenn man hier lang geht. Und hinten kommt dieser rote Ball hoch. Es ist traumhaft. Guck auch mal, ich werde gleich mal ein Foto machen, weil im Moment steht sie wirklich noch schön. Ich muss nur an eine Stelle kommen, wo man sie noch ein bisschen besser sieht. Und dann werde ich hier noch ein bisschen weitergehen und einfach ein paar Fotos machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist heute Morgen traumhaft.
Es sind ganz wenig Leute unterwegs. Es sind minus 8 Grad. Mal gucken, was heute so entsteht. Vielleicht entstehen auch ein paar Bilder, die ich nächstes Jahr für meinen Kalender nehmen kann, den ich auch jedes Jahr mache. Wäre natürlich fantastisch. Muss ich wieder aufpassen, hier sind wieder Eisplatten. So. Ah, das Wasser stand hier relativ hoch. So, ich glaube, hier sieht es jetzt schon so aus, dass ich mal ein Foto mache. Das sieht einfach herrlich aus. Also bleibt dran, ich drehe das gerade noch mal rum, dass ihr seht. So in etwa werde ich das Foto machen. Mal gucken, was ich hier genau mache. Ich blende euch das natürlich nachher ein. So, ich bin jetzt hier an der Stelle, wo ich normalerweise auch bei meinen Workshops immer bin und wo man relativ weit ins Wasser oder ans Wasser gehen kann. Jetzt ist das Wasser so hoch, dass man nicht mal hingehen kann. Ich kann euch das auch mal zeigen. Es ist wirklich, das Wasser stand also hier über dem Weg rüber. Die Bank stand auch komplett im Wasser und jetzt ist es zurückgegangen. Jetzt ist hier so eine kleine Eisplatte. Für ein Foto reicht es nicht. Dafür ist es nicht schön genug, aber es ist einfach interessant. Ich werde jetzt noch ein Stückchen weitergehen. Mal gucken, dass die Sonne noch ein bisschen höher kommt, dass ich vielleicht an die Eisplatten ein bisschen Sonne rankriege. Das sieht dann noch schöner aus. Das sehe ich gerade, da vorne kommt so ein bisschen was durch. Vielleicht mache ich das sogar schon. Ich probiere das mal. So, hinter mir sind jetzt da so zwei Büsche, die aus dem Wasser rausragen. Oh, das knackt hier. Und da fallen die Eisplatten runter und brechen zusammen. Hochinteressant. Ja, und da kommt jetzt die Sonne so ein bisschen rein. Und genau das habe ich auch gerade ein bisschen fotografiert. Sehr, sehr schön. Es ist einfach eine unglaublich schöne Stimmung, die wir hier heute haben. Mit, die Sonne kommt jetzt hoch. Es ist ein richtig warmes Licht, obwohl es saukalt ist. Aber herrlich. Und ich gehe jetzt weiter. Bleibt dabei. Ich habe jetzt hier ein paar Fotos gemacht, Detailaufnahmen, wie das Eis hier auf den Platten hängt und hinten nochmal, wo die Sonne so schön drin steht. Es ist einfach eine unglaublich schöne Stimmung. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter spazieren gehen und dann geht es ab nach Hause an den Rechner, die Bilder bearbeiten. Und wenn die bearbeitet sind, hänge ich sie natürlich hinten an, die werdet ihr dann gleich sehen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Das würde mich unheimlich freuen und ehren. Und mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo gebt, habe ich ja gerade gesagt. Und haut auf die Glocke, dann werdet ihr erinnern, wenn es nächste Woche Mittwoch wieder ein Video gibt, wie immer um 7. Bis dahin, euer Ingo, bleibt dran, die Bilder kommen jetzt.